Güstrow und Parchim. Diese beiden Städte stellt Dr. Silke Haarmeister aus Suckow in ihrer Doktorarbeit nebeneinander. Die 49-Jährige arbeitete seit 2012 daran und war häufig dafür auch im Güstrower Archiv zu Besuch, um die geschichtlichen Hintergründe zu recherchieren. In ihrer Promotionsschrift ging es um die Stadtentwicklung und den Wohnungsbau in der Zeit zwischen 1871 und 1990. Sie blätterte dafür über Monate in Akten, las Kommentare und Ausarbeitungen, die bereits im Archiv zu den einzelnen Themen vorhanden waren. Güstrow und Parchim sind beide Residenzstädte und sind etwa zur gleichen Zeit gegründet worden. Beide übrigens von Fürst Borwin. Einige Besonderheiten hebt die Doktorandin in ihrer Arbeit heraus. Ins Detail gegangen sind dort einige Sachen, die auch ganz besonders eben sind für Güstrow. Es wäre zum einen, wenn wir schauen, das Bauen, welches dem Stil des neuen Bauens nahesteht, dass das eben hier in der Zeit der Nationalherrschaft trotz der ablehnenden Haltung des NS-Regimes eben weitergebaut wurde. Wir schauen uns einmal an in der Speicherstraße die ehemalige Fest- und Ausstellungshalle, die 1935 noch im Stil des neuen Bauens mit Flachdach errichtet wurde und ein Jahr später, 1936, die Landesbauernschaft, jetzige Landkreisverwaltung am Wall, wo der Baukubus auch noch im Stil des neuen Bauens ist, jedoch wurde da schon eingelenkt und an die akzeptierte traditionalistische Linie angepasst, erhielt dieses Gebäude eben ein Walmdach. Schon seit ihrer Kindheit ist Dr. Silke Haarmeister auf Architektur fokussiert. Das Thema lag also nahe. Mit Schauwerbegestaltung begonnen, hatte sie anschließend noch ein Studium in Grafik und Design absolviert und schließlich ein Studium auf Lehramt in Kunst und deutsche Philologie angehängt. Dass Silke Haarmeister schließlich Doktorandin an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald im Fachbereich Kunstgeschichte wurde, hatte für sie schon vor Beginn des Studiums festgestanden. In ihrer Doktorarbeit befasste sie sich unter anderem mit der Herausbildung der verkehrstechnischen Infrastruktur, stellte aber auch die öffentlichen Bauten in Güstrow und Parchim nebeneinander. Silke Haarmeister hat sich aber auch mit der Erweiterung und Erschließung von Siedlungsgebieten in Güstrow befasst. So auch mit dem Stadtteil Detmannsdorf. Und ganz besonders für Güstrow ist natürlich auch die Vorreiterstellung, die wir mit unserer ehemaligen Arbeitersiedlung mit Gartenstadtcharakter einnehmen, mit unserem Detmannsdorf. Die wurde nämlich schon ab 1910 bebaut. Das ist ein ganz, ganz früher Termin, der hier in Mecklenburg auch in dem Sinne die erste Stelle einnimmt, also die erste Siedlung, die so früh schon entstanden ist, eben mit Häusern eines Nürnberger Architekten auch begonnen wurde. Im Vergleich mit der Stadt Parchim ist festzustellen, dass in Güstrow ganz anders mit den Militärliegenschaften umgegangen wurde. In der Barlachstadt wurden die Artilleriekasernen abgerissen und damit sind die Backsteinbauten verschwunden. In Parchim dagegen wurde die Dragonerkaserne saniert und es entstand hier mit den ehemaligen Kasernen ein Wohnviertel, die Regimentsvorstadt. Im ausgehenden 19. Jahrhundert habe sich Parchim viel vergeben, als die Entwicklung von Stromversorgung und Wasserbereitstellung und damit auch die Industrialisierung voranging. In diesem Bereich habe Güstrow besser abgeschnitten. Insgesamt konnte Dr. Silke Haarmeister so einige Dinge durch ihre Arbeit in den verschiedenen Archiven entdecken, die ihr bisher noch nicht unbedingt bewusst waren. Das sind ja im Laufe der Recherchearbeiten ganz, ganz viele Aha-Effekte, die sich da ergeben haben. Ich habe bis jetzt auch noch nicht gewusst, dass der Architekt Martin Eggert eben für beide Städte auch tätig war. Es hat sich auch durch einen Zufall ergeben, dass ich das eben auch nochmal herausgefunden hatte und dort für Parchim eben einen Generalbebauungsplan gefunden habe von 1926, den er für Parchim erstellt hat. Und in Güstrow hat er ja ganz, ganz viele Spuren seines Schaffens hinterlassen. Dazu gehören die Baureihe am Mühlbach und auch der Wasserturm. Beides sind Spuren des Schaffens von Martin Eggert, der also für Parchim und für Güstrow gearbeitet hat. Die Doktorarbeit von Dr. Silke Haarmeister wurde inzwischen offiziell an das Archiv der Stadt Güstrow übergeben. Annette Zimmermann übernahm die beiden Bücher, die nun hier verbleiben. Dies ist so üblich, denn häufig haben die Mitarbeiter des Archivs Akten für die Doktorandin herausgesucht. Und nur so bleibt diese Arbeit ja auch der Nachwelt erhalten.